Ich hab doch schon den Helm gekauft. Da oben, da oben, da oben. Ich hab gesehen, ich hab gesehen. Oh Mann! Oh, ficken! Ja, und du stehst da auf dem Dach rum, oder was? Mit einer Pistole! Ist der behindert? Als wie unrealistisch ist das denn bitte? Das geht ja mal auf keine grüne Kuh, mehr, was hier passiert. Keine Eier. Warum sind denn hier drei Leute? Behinderte hier. Okay, Leute, wir machen das jetzt ganz, ganz einfach. Wir gehen von vorne ins Haus rein und wir müssen offensiv spielen. Weil wir müssen Damage machen an den anderen Leuten. Das nur so verstehen die das. Ich bin vorne, bin vorne, bin vorne. Ich sehe noch keinen Gegner, noch keinen Sichtkontakt, nein. Okay, ich hab einen. Okay, Kopfschuss, gar kein Problem, gar kein Easy. Von hinten, zack, Messer, Messer, zack, gemessert, gar kein Problem. Triple Kill gemacht gerade, Bombe wurde gelegt, wir müssen da ganz schnell hin. Wir müssen da hin. Ich mache jetzt nur noch Messer, damit das fair ist. Da sehe ich den, zack, hat er hinten nichts gemerkt. Okay, ich diffuse. Gar kein Problem. Alles ist sicher. Easy, good game. Okay, nächste Runde. Geht doch. Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Game News. Heute haben wir wieder zwei wunderbare Themen für euch vorbereitet. Dopingtests bei der ESL. Und Allison Road. Der Horrorkracher und inoffizielle Nachfolger von PT. E-Sport wird weltweit immer größer und damit auch die Leistungsdichte. Kein Wunder, dass man da immer leistungsfähig bleiben möchte. Nun ist nämlich bekannt, dass einige Spieler aus einem E-Sport-Team Medikamente zur Konzentrationssteigerung nutzten. Das Outing von Ex-Pro-Player Semphis, der CSGO auf ESL-Events gespielt hat, dass er Dopingmittel, ja, die noch legal waren, benutzt habe, macht momentan im Internet die Runde. Dies führte dazu, dass nächsten Monat auf dem ESL One Event zum ersten Mal ein Dopingtest vollzogen wird. Das Ganze soll auch nachfolgend weltweit bei allen größeren ESL-Events Pflicht werden. Was haltet ihr davon, dass jetzt diese Dopingtests auch die E-Sport-Szene erreicht haben? Schreibt es uns in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Von Gehören Doping zu Gehören Schockern. Wie ihr nun alle wisst, wurde PT Silent Hills offiziell aus dem PlayStation Store gelöscht. Auch die Vollversion des kommenden Horrorkrachers wird nicht mehr erscheinen. Aber ein Entwickler, der sich damit nicht zufrieden gegeben hat, dass dieses exzellente Horrorspiel gelöscht wird, hat sich gedacht, mache ich doch einfach mal auf eigene Faust ein Horrorspiel. Chris Kessler, ein Grafikspezialist, der schon bei Kinofilmen wie zum Beispiel Avatar an den Special Effects beteiligt war, hat jetzt Allison Road angekündigt. Dazu veröffentlichte er direkt ein 14-minütiges Gameplay-Video. Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Und hier ein kleiner Ausschnitt. Ähnlich wie bei PT lauft ihr durch ein Haus mit engen Gängen und ganz, ganz vielen gruseligen Geräuschen. Auch die Grafik ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich dieses Gameplay-Video mal reinzieht. Und wir können nur sagen, dieses Spiel wird ein richtig, richtig geiler Schocker und ein ehrenwürdiger PT-Ersatz, würde ich sagen. Jetzt seid ihr wieder gefragt, liebe Freunde. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass PT einfach gelöscht wurde. Und was haltet ihr davon, dass jetzt halt ein Ersatz für dieses geile Horrorspiel erscheint? Wir haben uns gerade angeguckt und ich muss sagen, das wird ziemlich geil. Meine Hose ist immer noch nass. Hallo! Eine interne Nachricht an den guten alten Scratch, eigentlich einen treuen Abonnenten, der sich aber komischerweise seit ein paar Wochen nicht gemeldet hat. Der hat nämlich was gewonnen im 1000-Abonnenten-Gewinnspiel und das ist die 3 Lanxess Arena ESL One Karten Mitte August. Hast dich aber bisher noch nicht gemeldet. Ja, mach das mal, damit wir dir die Karten zuschicken können. Außer du sagst jetzt, scheiße, ich bin gerade 15,5 und kann da eh nicht hin. Dann müssen wir die Karten leider neu verlosen. Also
auch an die Person, die das dritte Destiny-Paket gewonnen hat, bitte melde dich bei uns, damit wir es dir schicken können. Sonst müssen wir in der nächsten Game News-Folge leider eure Gewinne neu verlosen, weil die Dinger müssen weg. Ja, raus damit! Die Meldeadresse, die E-Mail-Adresse natürlich unten in der Videobeschreibung. Meldet euch! Oder wollt ihr nichts gewinnen? Sonst engagieren wir Julia Leischik bei RTL und Julia Leischik, die sucht euch und die findet euch. Nee. So, liebe Freunde, und das war's auch wieder von den Game News für diese Woche. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Eure Meinung zu den Themen nach unten in die Kommentare. Lasst doch mal ein Like, ein Abo oder sonst was da. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn es heißt Game News. Euer Buddy. Und Makerze.